Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit dem hochpolierten Edelstahlzug. Der beste. Kommt zu Transport Fever 2. Hier ist er, unser neuer Zug. Wir verfolgen den jetzt mal und gehen mal auf schnell. Ich will mal gucken, ob er seine 177 km/h hinkriegt. Wenn er lang genug beschleunigt, ist er bestimmt zu schnell. Aber er muss halt oft Kurven nehmen oder so. Deswegen wird er das wahrscheinlich, hier muss er zum Beispiel auch ziemlich harte Kurve nehmen. Zack. Dann ist er wieder langsam. Aber trotzdem. Für diese lange Reisedauer ist das, glaube ich, der beste, angenehmste Zug hier. Wir könnten noch zwei fahren lassen. Ich glaube, es sollte locker gehen. Der beste 2. Oh, na endlich! Guck mal hier! Oh! Oh, jetzt werden sie ja Streamline Coach New Mexico! Was wartet der? Wahrscheinlich wegen den... Ach, Alter, wo ist der denn jetzt rausgekommen? Das gibt's doch nicht. Entschuldigung, der muss nochmal weg. Den machen wir woanders rein. Der muss von hier aus starten. So. Sehr schön. Okay. So, was habe ich da gerade gesehen? Boah, Alter, es waren jetzt so viele. Soll ich mal hier nochmal Geschwindigkeit wieder halbieren? Nein, was habe ich getan? Oh Gott, habe ich ihn gesetzt? Habe ich ihn gesetzt? Ich glaube, es ist verbuggt. Es ist gebuggt. Oh Mann, haben wir ein Schwein. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Lol. Also, wir haben neue Schiffis. Es ist mal, ich muss das mal hier reingucken. Bam. Also, wir haben bekommen eine, die Zürich. Von Cargo habe ich leider nichts bekommen. Ich meine, Dunacher Castle, vielleicht benutze ich die nur noch. Hochgeschwindigkeit erreicht. 120 km/h. Wow, neuer Rekord, Leute. Geil. Ist er jetzt voll? Ne, fährt noch. Aber es funktioniert. Jetzt ist er erst da. Und er nimmt die Leute mit. Sehr schön. Ja, der New Aldemar Express fährt seit 11 Jahren. Beständig hin und her. So, wir hatten noch irgendwas. Und zwar noch einen neuen Zug. Was, schon wieder eine Dampflok, ne? Oder ein Diesel oder so. Da. Hiawatha. Diese Hochgeschwindigkeitslokomotive vom Typ Atlantic verfügt über eine Stromlinienverkleidung. Die wurde von Alco gebaut. Hier war der Personenzüge Milwaukee Road zu schleppen. Lol. Alter, wie geil ist das denn? Alter, jetzt gehen wir wieder zurück zu Dampf. Was ist denn das? Aber ich meine, wir haben hier unser Arbeitstier. Jetzt machen wir das mal. Pass auf. Ist gerade am Safen. Dafür habe ich nicht genug Geld, aber das sind extra Personenwaggons, die sie... Ne, das ist irgendwie... Guck mal, 180, aber die macht 150 und die macht... Die Lok macht ja... 160. Also brauchen wir schon die hier. Mittelmäßig. Also das Ding haut mich aber jetzt nicht vom Sockel. Ach, ich glaube, der sagt nur mittelmäßig. Vielleicht wegen der Geschwindigkeit. Streamline Coach New Mexico. Als erster versucht Personenwagen leichter zu machen, wurde dieser Typ von Aluminium mit gewellten Seitenwänden gebaut. Ach ja, doch. Die haben die doch bis heute, glaube ich. Eine U-Bahn und so. Glaube ich. Ist jetzt nur in den Raum gestellt. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier optimieren, bevor wir jetzt weitermachen. Weil jetzt haben wir wieder neues Auto, neue Autos und neue Schlangen. Neue Schlangen, neues Glück. Wenn immer weniger.
Gut, hier gibt es einfach wenig Zeug gerade zum Holen. Aha. Das werden wir sowieso bald noch ändern hier, wenn wir neue Schiffe haben. Level... Oh, ich würde schon hier ein neues Level gerne haben wollen, aber kommt immer noch nicht genug Korn an. Lustig, oder? Transport genug! Gucken wir nachher. Entschuldigung, wo waren wir? So, ich muss Geld sparen. Ist mich verwirrt, weil es stand, um den Blabla-Zug zu bauen. Was habe ich denn noch bekommen Neues? Den Zug? Ein Flugzeug, glaube ich. Nee. Doch. Douglas. Ach so, hier. Jetzt der DC-3. Das Alliierten, pardon. So, 301... Was? Echt, der war so schnell. Das war schon nicht schlecht. Die Douglas DC-3 ist ein Starflüger mit Propellerbetrieb, konditionierte mit der Geschwindigkeit der Reichweite Luftverkehr der 1930er und 1940er Jahre. Wurde als wartungsarmes Flugzeug entworfen, das im Gegenden mit schlechter Infrastruktur große Frachtmengen transportieren konnte. Oh, das ist der Vorteil. Die Deutschen sagen es besser! Wir sind hier im Amiland. Haben jetzt amerikanische Flugzeuge. Cool, aber ich finde die auch super sexy. Tolles Flugzeug. Super cool. Guck mal, nagelneu. Cool, oder? So. Jetzt wollte ich nochmal gucken. ...57 Einwohner! Ich hoffe, die beste Stadt. Das sieht so aus, ne? Jo. Weiter. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ups. Die Hochgeschwindigkeitslokomotive vom Typ Atlantic verfügt über eine Stromlinienverkleidung. Die wurde von Alco gebaut, um die Hiawatha-Personenzüge der Milwaukee Road zu schleppen. Aber wir haben keine Hiawatha-Personenzüge. Das wäre nur mittelmäßig mit der Elektrolok. Ist das Dreck gut, deswegen verstehe ich es halt nicht. Schlägt sich doch gar nicht so schlecht, das Teil. Lassen wir die erstmal. Jawohl, Troxy-Zug. So. Mann, es sind so viele Menschen. Alter, guck mal, unsere Stadt. Können wir da durchfahren? Oh Mann, wir müssen unbedingt hier upgraden. Willkommen in New Aldemar! In Ruckel Aldemar.
Cool. Wie sieht's mit Trams aus? Hat sie natürlich nichts getan. Bei Fahrzeugen hat sie ja auch irgendwas getan. Opel Blitz! Alter, wir können Opel Blitze bauen! Mit Tank! Deutsche Wertarbeit auf die Straßen! Deutsch, Deutsch, Deutsch! Schnell, bevor der Krieg ausbricht. 60 km/h, lol, lol, lol. Bam. Muss ich nochmal sparen. Opel Blitz, guck mal. Wunderschön. Übt schon mal Treibstoff transportieren für unseren Panzer. Ach ja. Oh, scheiße, da war ich gerade aus Versehen im Windows. Ist ja alles wieder synchron, hoffentlich. Ich musste gerade was nachgucken. Ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Aha, guck mal, da sind wieder Waren. Sehr schön. Hier sitzt sich. Oh, warte mal, die müssen wir upgraden. Die kann ich nicht zulassen. Und zwar Cargo. Guck mal, ne, genau. So, die Junkers ist jetzt. Macht das Wichtigere. Ja? Cargo transportieren. Ist besser als Person. Finde 1 Million mit Flugzeugen innerhalb eines Monats. Yeah. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Ah. Bitte mehr Waren transportieren, meine Tapferen. So, Plastik ist immer noch ein bisschen rar. Wir brauchen einfach noch einen anderen gedeckten hier. Ja, da haben wir aber noch keine besseren Anhänger bekommen. Waggons. Tender. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Hat es nichts getan. 80. Brauchen einen mit 100 oder so. Wenn die überhaupt so schnell fahren dürfen. Warum nicht? Guck mal, wie viele jetzt anstehen. Haben wir noch einen Flugplatz bekommen? Nö. Okay. So, wie sieht's aus mit unseren Turbo-Dingern? Unseren neuen Turbo-Zügen. Also ich finde schade, dass ich nicht ein neues Schiffchen bekomme. Ich meine, die Dinger, die kenne ich doch, ja? Die sehen halt so aus wie die Dinger, die ich versenkt habe bei Silent Hunter, ja? Bis 1940. Ich denke mal, dass wir dann ungefähr 1940 bestimmt ganz viele neue bekommen. Aber der hieß anders. Liberty. Die hieß noch Liberty, oder? Der Mass-Produced Dampfer. Ich meine, immer noch mit so... Gut, Amerika ist teilweise so rückständig gewesen, so lange, also... Ich will nicht wissen, wie lange Leute mit so Dingern gefahren sind. Das hat einen Flussdampfer, ne? Ich meine... Großes Transportschiff kannst du auch nicht benutzen. Muss ja flach im Wasser liegen. Oder möglichst richtig. Sehe ich das falsch? So, wie macht sich denn... Oh, scheiße. Oh, alles gut. Wie macht sich denn hier unser Dingensbummens? Oh Gott. Kommt kaum hoch. Ich glaube, wir müssen den Nostalgie-Express zur Ruhe schicken. Alter. Ich glaube, das war's mit dem Nostalgie-Express. Der fährt mit 12 km/h da hoch. Geht aber nicht ewig bergauf. Oh Mann. Aber sie kommen an, ja? Also. Und die Leute fahren auch damit. So, den upgraden wir jetzt mal hier. Boah, habt ihr das gehört? Boah.
Die Zürich. Endlich mal ein richtiges Schiffchen hier. Los, Zürich! Zeig, was in dir steckt. Auf jeden Fall mal ein bisschen schneller als das Ding vorher. Vielleicht. Hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich muss mal unbedingt den ganzen Verkehr überprüfen. Ich brauche unbedingt eine neue Straßenbahn. Damit ich die ganzen Straßenbahnen mal alle auf einmal upgraden kann. Die ganzen Autos. Boah, Alter, aber die Stadt wächst auch, ne? Strawberry, das ist krass. Das wächst besser als Archie City oder... Mein Fort Simi ist aber auch rückständig. Aber wächst trotzdem. Rückständig. So, wie machen die sich? Haben halt super miese, aber Hauptsache, da werden Leute hin transportiert. Wir profitieren davon, ja. Meine, von Nostalgie-Express zu Hochgeschwindigkeitszug. Aber die Leute... Ja, genau, hier. Guck mal. Ah, Leute fahren sogar damit. Da kommt er. Ne, es ist er gar nicht. Ist der, Pro-Transport. Mal wieder schnell. Ich habe mich ein bisschen geschockt. Transport 100%. Genau, sowas will man hören. So, ich muss jetzt mal hier weiter upgraden, und zwar die ganzen Autos hier. Kann ich nämlich wieder ganz viele verkaufen. Aber endlich wieder Tankwagen. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir die erstmal einpendeln lassen und nachher müssen wir... Dann nochmal was wegnehmen. Aber vielleicht lassen wir hier nochmal ein, ist das Maximum? 81%. Ja gut, viel können wir da nicht mehr machen. Das Ding ist aufs Maximum geupgradet. Ich könnte hier den Bahnhof mal vergrößern. Müsste doch gehen so, oder? Vorher gab es nämlich miese auf sowas. Wenn man zu kleine, kurze Bahnhöfe hatte. Das sind alte Cargo-Bahnhöfe. Oh, guck mal! Endlich! Cool! Eine neue Elektrolok. Ja, wurde doch mal Zeit, ey. Jetzt gucken wir mal hier. Elektrolok. Ich hatte irgendwo noch eine olle Bahn. Da. Erzieher Zug. Obwohl der sich ja nicht schlecht schlägt. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Wen müssen wir denn upgraden? Die würde ich gerne noch fahren lassen hier. Also nicht... Boah, Alter, guck mal, die schimmert. Ist ja Entfernung. Sieht cool. Ich glaube, wir müssen den Nostalgie-Express verschrotten. Und er wird ersetzt durch sowas hier. Cool. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Wo ist er denn? Der ist nämlich schon alt. km/h. Oh, der fährt halt 160.
könnten es mal ausprobieren. Alter. Die fährt doch 160. Wer hat denn gesagt, dass das nur 100 km/h fährt? Ob das ein Overkill ist? Ich meine, ich könnte auch den nehmen. Und ist dann schon nur mittel, weil er zu schwer ist. Ist die Frage. Ist wirklich die Frage. Komm, wir probieren das mal so aus. Sobald ich genug Geld habe. Alter, von wo ist der denn jetzt gestartet? Ist er einfach von da unten gestartet? Zehn Leute, als wenn da nur 10 Leute reinpassen würden. Da kommt er. Da kommt sie. Entschuldigung. Landen! Geil. Ihr Spiel. Ist die Frage. Wie viel transportiert er denn jetzt? Guck mal, wie viele Waggons ich da reingepackt habe. Sowieso mittelmäßig. Muss mal so ausprobieren. Ach, was ist jetzt schon wieder los? Ich pass auf, wir upgraden einfach mal die Straße hier. Die Strecke, sowieso mal. Die Straße, die Strecke. So. Wenn mal hier wenigstens. Dass das auch mal schön hier ist. Ich kann jetzt sowieso nichts machen. Wir machen jetzt schnell und dann sollen wir ein bisschen Geld sparen hier. Neue Schienen! Ich glaube, das muss ich offscreen machen. Einfach alle Schienen upgraden und drauf dingseln. So, 133. Und er ist mittelmäßig. Das Ding ist schon richtig cool. Sogar ein weniger. Da
Der wäre hierbei bei 126. Dabei wäre er bei 100. Nicht davon überzeugt. Wir probieren ihn aus. Ich meine, der West ist ja wahrscheinlich super schnell, wenn er so fährt. Jetzt gucken wir uns den mal an. Der ist er. Boah, guck mal, wie schnell der ist. Boah. Die Waggons finde ich richtig cool mit diesem wellenförmigen. Sehr. Das ist sehr amerikanisch, glaube ich, diese wellenförmigen Sachen. Da kommt er. Guckt euch das Ding mal an. Jetzt mal gucken, er wird wahrscheinlich ziemlich schnell die ganzen Leute einladen und wieder rauswerfen. Die Bahnhöfe alle länger machen sollen. Bin gespannt, wie er sich schlägt. Also ich würde gerne, weil er sich ja wirklich gut macht hier. 80, wir müssen unbedingt auch schneller werden. Obwohl, die Waggons können ja nicht sowieso nicht schneller. Da haben wir jetzt auch nichts Neues bekommen, ne? Nö. Ich würde gerne wissen, ob die überhaupt mal schneller werden. Pass auf, vielleicht verschrotten wir die Nostalgiebahn und widmen uns etwas Neuem. Aber sie machen plus ein bisschen. Ach, scheiß drauf, lassen wir sie Hügel erstmal hochgucken. Ja, scheiß drauf. 4 Millionen, jetzt so viel kann ich jetzt auch nicht mehr upgraden. Leute, passt auf. Wir hören jetzt hier auf. Ja, erstmal ein Break. Ich upgrade jetzt erstmal. Ich mache jetzt mal hier die Zeit langsam. Und lass schnell laufen. Dann schaffen wir ein bisschen Geld. Und ich upgrade mal alle Schienen. Damit wir die alle mal aufs moderne Schienennetz heben. Und gucken nochmal hier und da, ob ich ein paar LKWs lösche. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Mit viel Geld hoffentlich und neuen aktuellen Schienen. Oder ich habe es vergessen und wir machen es doch nächste Folge zusammen. So immer. Also Leute, bis dahin. Haut rein. Wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Folgen. Adios.